Bewegende Momente am ersten Jahrestag zum Attentat auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Um 20.02 Uhr, der genauen Uhrzeit der Tragödie, wurde eine Glocke der Gedächtniskirche für 12 Minuten lang geläutet. Eine Minute pro Anschlagopfer. Unter den trauernden Menschen, neben den Angehörigen und Freunden, auch der ehemalige Bundespräsident Gauck sowie Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Den ganzen Tag über fanden Gedenkveranstaltungen statt. Am Abend versammelten sich dann die Menschen mit brennenden Kerzen am neuen Gedenkort an den Stufen zur Gedächtniskirche, um eine Lichterkette zu bilden. Ein Attentäter war vor einem Jahr mit einem LKW in die Menschenmenge des Weihnachtsmarkts am Breitscheidplatz gefahren.